Willkommen zurück zu Super Metroid. Jawohl, das immer wieder. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Meine war ultra stressig, sage ich euch. Ich kann mir mal zu gar nichts. Boah, wie ich solche Wochen hasse, wo man einfach keinen Schritt vorwärts macht. Aber jetzt ist das Wochenende da und für die nächste Zeit sieht es auch wieder rosiger aus. Deswegen lassen wir uns ein auf eine gemütliche Runde. Super Metroid, das ist hier ein bisschen unangenehm hier, Leute. So. Aber jedes Viech muss mal gefrieren. So, das wirkt ja hier wie so eine Sackgasse, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich dem Spiel mal ja so mal gar nicht. Deswegen werde ich mal hier ein bisschen rumbomben. Schauen, was möglich ist. Vielleicht ganz da oben. Ja, super, dann komme ich an die Stacheln, wenn ich gut bin. Komm. Da oben mal irgendwas. Ich könnte auch eine Powerbombe legen, dann hat sich das gefräst, aber wir haben ja nur 5 davon. Da, so, okay, jetzt können wir mal. Nein, da ist nichts. Okay, dann vielleicht da unten. Fällt euch was auf? Hier sind überall diese blöden Viecher drin, aber hier ist nichts drin. Komme ich da rein? Ah, Powerbombe. Okay, jetzt wissen wir es. So, und ja, ich muss verrückt sein, aber ich gehe mal in den Schlund dieses Dinges. Aua. Treffen sollte ich vielleicht auch noch. Und yay! 5 weitere Powerbomben. Da hat sich der Einsatz doch gelohnt. Sehr gut. Okay, ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. Wir können trotzdem mal kurz... Nee, ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Jo, und jetzt ist aber hier... Ah, nein! Jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn ich von den Mistviechern gefressen werde. Hallo! Ich glaube, es geht los hier. Oh. Ja... Die beißen einen nach einem und dann ist man in diesem Mund drin und der Mund lässt einem so schnell nicht los. Ungemütlich. Aber Hauptsache überlebt. So, und da ist auch schon unser Aufzug, der uns in das gute alte Criteria führt. Wenn auch in ein neues Gebiet davon. Ja, und viel früher hätten wir hier auch nicht hin können, wie ihr seht. Jetzt will mein Handy was von mir, sei ruhig. Okay. Checken wir mal eben ein bisschen die Wände ab, aber ich glaube auch, dass hier nichts ist. Beziehungsweise, ach, ich kann doch einfach eine Powerbombe legen, Mensch. Da muss man sich erstmal wieder gewöhnen, dass man dieses wunderschöne Spielzeug hat. So, wieso nochmal eine Powerbombe, um nach unten zu kommen? Das finde ich immer fies. Das ist doch mal fies. Aber na gut. So, hier wirkt ja alles noch relativ gemütlich. Jetzt will ich mich mal kurz auf der Karte orientieren. Ah, hier sind wir also. Okay. Ich überlege gerade, wo ich hin muss. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Aber ich sehe da rechts rote, Punkte. Und Punkte sind immer gut. Deswegen gehen wir mal nach rechts. Kann aber sein, dass wir noch nicht großartig weiter da kommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir noch nicht weiterkommen, weil das Gebiet ist ein bisschen anstrengend, was da uns erwartet. Ah, ja, ich sehe das Problem. Das Problem, uns fehlt immer noch eine nette Spielerei, die es uns wahrscheinlich... Oh, oh, okay, unmöglich macht, ja. Ich kann nämlich im Wasser, wie ihr seht, so gut wie gar nicht springen. Das ist ein totaler Witz. Ich könnte... Vielleicht komme ich an die Missiles, aber ich werde nie im Leben darüber kommen. Ich glaube nicht, dass ich an die Missiles komme, oder? Doch! Aber gerade mal so. Wenn ich jetzt noch einen Zickzack-Sprung irgendwie hinkriegen würde... Aber das glaube ich nicht. Oh nein, nein, das ist im Wasser unglaublich schwer. Alles ist so langsam und träge, aber ich könnte hier durch... Ich kann weitermachen. Ich weiß nur nicht, ob das sinnvoll ist. Sieht seltsam aus. Ne, da ist nichts, okay. Ja, wahrscheinlich komme ich jetzt hier niemals hoch. Oh, die Steuerung ist so träge. Und ja, ihr habt eben gesehen, ich habe sogar den Zickzack-Sprung geschafft, aber das Problem ist, er springt dadurch nicht höher. Sondern er bleibt irgendwie auf so einer... Ah ne, das ist er gar nicht, okay. Ich weiß gar nicht, ob es im Wasser geht, aber es müsste eigentlich gehen. Aber so oder so ist es mir ehrlich gesagt zu blöd. Ich gehe. wir brauchen echt diese Spielerei. Müssten wir aber bald bekommen. Naja, Hauptsache mal wieder Missiles bekommen. Jetzt haben wir schon 75. Das ist ja auch mal schön. So, ich weiß nicht, ob hier mal was war. Anscheinend nicht.
Immer mal wieder rumschießen, rumballern. Wer weiß, wer weiß. Durch die Schleuse mit uns. Und da sind wir wieder im Freien. Ach, wie schön. Wie lange ist her? Da hat unser Abenteuer angefangen. Also fast, kann man sagen. Aber durch unsere neuen Spielereien gibt es auch hier eine neue Möglichkeit, glaube ich. Wir müssen sie nur finden. Ich sage immer Spielereien, ne? Jetzt reißt mal mit dem Wort. Jetzt hätte ich was anderes sagen. So, da oben. Ich weiß nicht, ich bild mir ein. Ich kann das nicht leiden. Vielleicht kennt ihr das, wenn auf der Map noch nicht alles rosa ist. Okay, ich brauch's nicht unbedingt alles rosa, aber es muss aufgedeckt sein, so meinte ich das, ne? Da ist unser Schiff. Mensch, unser Schiff. Natürlich können wir den Planeten nicht einfach so verlassen, solange wir noch unsere Mission hier haben. Aber wir können in das Schiff gehen, uns auftanken, volle Bulle und dann speichern. Das kann nie schaden. So, jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen rumprobieren, bis ich jetzt da hinkomme, wo ich hin will. Das ist nämlich gar nicht so einfach. So, da links, wo alles angefangen hat. Aber ich bild mir ein, da oben links, da geht was. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, zu rennen. Beziehungsweise wir könnten hier mal rennen, sehe ich gerade. Einfach so, weil wir es können. So, jetzt haben wir das einfach mal aufgedotzt. Und hier müsste ich eine Supermissile wieder verschwenden. Nö, sehe ich mal gar nicht ein. So, ich probiere jetzt mal ein bisschen was rum. Ich werde jetzt mal... Ui, Ascha! Ja, ihr fragt euch jetzt, was soll der Mist? Ja, man kann super toll weit und hoch springen, wenn man... ja, wenn man halt dieses Rennen ausnutzt. Es gibt noch einen Supersprung, den möchte ich euch eben auch mal zeigen. Ich werde ihn euch mal hier zeigen. Und zwar, wenn man nach unten drückt, ist man kurze Zeit aufgeladen und man fliegt so hoch, wie das Spiel einfach nur erlaubt. Und habt ihr das gesehen? Da oben ist garantiert was. Nee, ich weiß nicht, ob da was ist, aber es wird mich echt reizen. Ich probiere das nochmal. Das Blaue hier noch aufzudecken. Nein, 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 jetzt. Au, ah, das gibt Kopfschmerzen. Das gibt richtig Kopfschmerzen. Na gut, ich glaube, ich mache hier gerade Bullshit. Ich könnte aber auch einfach hier durchrennen und mal hier springen. Aua, aber da oben rechts ist was. Ich sehe es doch. Ihr Penner. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkommen soll. Ich probiere es noch einmal. Ja, das macht halt Metroid auch aus. Rumprobieren, rum... testen. Nein, nein, keine Chance. Ich müsste hier, müsste ich abspringen. Und das kann ich nicht. Das geht nicht. Das wird vielleicht später noch. Ja, später haben wir andere, noch weitere Möglichkeiten. Dann müsste das eigentlich gehen. Gut, kümmern wir uns jetzt wieder um das, was ich eigentlich machen wollte. Nehme ich hier mal hoch. Und ich lege hier mal eine Bombe. Da ist angeblich nichts, aber ich lege mal eine Powerbombe. Da müsste eigentlich was passieren. Haha! Aber gerade mal so hier. Ja komm, da müssen wir rein. Schnell runter und ja. Wunderbar. So, gucken wir uns mal, wo es uns hier hin verschlägt. So. Okay, da ist Lava drin, das ist nicht so gut. Die tut mir ja noch weh, ne? Ja, die tut mir noch weh. Das heißt, ich sollte mich immer schön beeilen. Ja, und dass ich hier jetzt mit Powerbomben agiere, ist gar nicht so verkehrt. Sonst ist das... Stellt euch mal vor, das Vieh da... wenn das... Okay, das Vieh überlebt den Mist, ja. Das ist nicht so dolle. Wenn das Vieh uns dann in der Lava hält, das wäre ziemlich unangenehm. Aber... Hauptsache, die Blöcke sind mal weg. So, lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Ich will überhaupt nichts von dir. Unangenehm hier. Richtig unangenehm. Warum ist so weit oben hier überhaupt Lava? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber ein Energietank ist doch immer was Schönes. Ah, toll. Puh. Sieht doch gerade gar nicht so gut mit unserer Energie aus. Also, dass der uns auffrischt, das ist gerade Gold wert. So, aber das sieht so aus, als ging es hier weiter. Auch wenn das ein bisschen unangenehm werden könnte. Aha. Ja, toll. Kann ich in die Suppe steigen. Man könnte das natürlich auch erst machen, wenn man sich gegen diese... Oh nein. Wenn man sich gegen diese Lava schützen kann.
Ist vielleicht auch ratsam, aber ich bin gerade gierig und deswegen gucken wir mal, was geht. Es tut weh, es tut weh. Oh Mann, diese Gier. Das wird uns alle noch dahin raffen. Okay, hier geht's weiter. Komm, Powerbomben, 6 Stück haben wir ja noch. So, machen wir gar nicht lang rum hier. Okay, da warte ich wieder. Vielleicht kriege ich dann... Ach, jo. Wenn ich nämlich mit dem Bildschirm noch ein bisschen mitgehe, dann habe ich die Hoffnung, dass... Oh Mann, dass noch mehr Steinchen auf einmal kaputt gehen. Aua! Mann, lass mich in Ruhe. Heiß, heiß, aua! So, komm jetzt. Was ist hier los? Das kann ja auch nicht stimmen. Ha! Alles einfach mal weggebombt hier. Ja, ja, da werden die Füße ganz heiß. Okay. Okay. Ah! Ey, wie gemein! Andererseits, ich könnte mich dort auffrischen. Die Lava nicht schwer, ey. Die nervt doch dann nur. Ach komm, wir frischen uns mal schnell auf. Oh! Das hier erreicht mich ja hoffentlich nicht, obwohl das dauert mir viel zu lange. Obwohl, jetzt... ich hätte gerne ein paar Powerbomben halt, ne? Ah, das dauert aber. Oder ich lasse die... Aua! Schon wieder Füße verbrannt. Ich kann die Viecher auch herkommen lassen. Ach komm, wir lassen es. Das dauert mir zu lange. Ja, dann gehe ich halt wieder. Nein, Quatsch. Ich komm... Ich habe noch 3 Stück. Let's fetz. Whee! Wow, wow! Oh nein! Ich, das ist, nein! Nein! Scheiße! ihr seht ja meine... ich hätte ganz rechts oder ganz links fallen müssen. Dann hätte ich Missiles bekommen. Verdammt. Na gut, es sind nur Missiles. Ich werde den ganzen Weg jetzt nicht nochmal gehen, nur weil ich diese Missiles haben will. Das kann ich vielleicht später nochmal nachholen. Trotzdem ärgerlich jetzt. Menno. So, jetzt muss ich nochmal kurz die Wände checken. Ich meine, da war nämlich noch was anderes. Nur ein paar Missiles hier für den ganzen Weg. Das wäre ein bisschen... Na gut, den Energietank hatten wir noch, aber... Ah, Mist, jetzt geht das wieder los. Wo soll ich denn da... Ich gehe mal ganz nach links. Geht ja gar nicht. Es gibt nur den einen, die Mitte hier. Okay. Dann werde ich mich versuchen, rechts zu halten. Passiert ja gar nichts. Okay. Ah, ich falle einfach durch. Na toll. Was hat denn mir das jetzt gebracht, mal ehrlich? Ich habe mir irgendwie eine bessere Belohnung erhofft hier. Jetzt muss ich mich nochmal mit... Ah, nee, geht nicht. Ja. Zum Glück habe ich noch eine Powerbomb. Uff, kommt das Vieh da oben her. Egal, jetzt ist es tot. Theoretisch könnte ich auch... Okay. Wohin? Gibt es hier vielleicht noch irgendwas für mich? Jetzt, wo hier alles aufgedeckt ist? Nö, ne? Irgendwie enttäuschend hier. Richtig enttäuschend. Das mit den Missiles ärgert mich. Na gut, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Jetzt sind wir wieder hier. Haben somit Kriteria eigentlich fertig, aber ich bild mir ein, da wäre noch was gegangen. Ach, sag bloß, ich hätte... wegen meiner Spielerei, die mir noch fehlt, kann ich hier nicht weitermachen, habe ich... jetzt habe ich schon wieder... ja, Spielerei gesagt. ist gerade ein bisschen verwirrend. An dieser Stelle, genau ab dieser Stelle, muss ich nämlich nachsynchronisieren, weil mir mein Outer City-Programm abgeschmiert ist. Ich weiß auch warum. Deswegen, es wird nicht wieder passieren, keine Sorge. Aber für diesen Part muss ich jetzt den Rest des Partes nachsynchronisieren, was ja nicht so schlimm ist. Also, was hatte ich denn gerade nochmal Schönes vor? Ja, genau, wir wollten jetzt wieder zurück nach Brinstar gehen. Da waren nämlich noch ein paar offene Dinge, die wir erledigen müssen, sollten. Ich weiß, in Kraterie gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Das werde ich aber noch machen, keine Angst. So, aber jetzt erstmal hier sich durchschießen. Manche von euch haben auch geschrieben, dass der Eisbeam gar nicht so tolle sein soll. Also er macht weniger Schaden. Ich weiß gar nicht, ist mir persönlich nie so aufgefallen. Aber gut, wenn ihr das sagt, wird das schon so sein. Aber ich finde, allein wegen der Tatsache, dass man halt die so einfrieren kann, ich finde das irgendwie richtig stylisch. Und ich mag auch
ich weiß nicht, ich stehe total drauf, wie der Beam aussieht an sich. Also der ist mir viel lieber wie das rosa Gewäsch, was wir vorher hatten. Und ja, deswegen bleibt's auf jeden Fall beim Eisbeam. So, ich weiß ganz genau, wo ich hin will. Eigentlich könnte man ja auch die blauen Dinger erstmal aufdecken, aber das hier gibt's nicht auf der Karte, das wissen wir aber noch. Mit einer Powerbombe kommen wir hier runter. Ein absolutes Bonusgebiet und... Boah, was ist denn da los? Der Boss ist doch tot? Wird sich später noch erklären. Man muss ja nicht alles auf einmal verstehen. Und da geht's ganz schön weit runter. So, aber wir sind da. Ach ja, meine Freunde, die mir immer das Leben aussaugen wollen, wenn sie mich denn treffen. Sind nur mit einer Missile zu töten, wenn man sie treffen würde. Ja, und ich habe anscheinend kein Problem mit Missile-Verschleiß. Ich meine, schieß da einfach mal. Dabei ist es doch so einfach, wir haben doch den Wavebeam und deswegen können wir durch Wände schießen. Einfach schräg runter und zack, fertig. So. So, das sieht seltsam aus, da werde ich mal lieber rennen. Aber ich hätte auch hüpfen sollen. Der Energietank. Da komme ich nicht mehr hoch, kann ich vergessen. Naja, probieren wir es später noch einmal. Energietanks sind schon wichtig. So, speichern. Weil... Es kommt gleich eine Stelle, die ich relativ... Ja, hasse. Beziehungsweise früher habe ich sie extremst gehasst. Also die Stelle meine ich noch nicht. Aber ja, Kenner des Spiels werden wissen, was ich meine. Jetzt erstmal hier durchfriemeln. Erst einfrieren, dann eine Missile drauf und kaputt ist das Wesen. So, hier könnte ich mich ein bisschen auffrischen, was eigentlich gar nicht so verkehrt wäre. Wobei, ich brauche nur Missiles. Deswegen habe ich darauf wohl keinen Bock. Ja. So, das ist natürlich, muss man ein bisschen aufpassen, dass man da oben an die Stacheln nicht rankommt. Bams. Und schön in den Bobbes geschossen. So muss das sein. So, ein bisschen Sprungakrobatik beweisen hier. Die Taste nur ganz kurz antippen, damit man wirklich so minimale Sprünge nur macht. Und dann klappt das schon. So. Da haben wir uns ja mal ganz nett angestellt eigentlich. Und durch mit uns. Ja, Freunde, und das ist die von mir relativ gehasste Stelle. Diese süßen kleinen Alien-Tierchen da, die uns absolut freundlich gesonnen sind, die wollen uns hiermit beibringen, wie der Zickzack-Sprung bzw. der Wall-Jump funktioniert. Ja, an dieser Stelle muss man ihn können. Und ja, das war ja schon mal gut, ne? Ja, dann gucken wir doch gleich mal, was hier drüben ist. Ah ja, da kämen wir wieder in das altbekannte Gebiet, könnten auch den Energietank da nochmal holen und so weiter und so fort. Aber es geht ja noch weiter nach oben. Upsala, ja, das war ein bisschen ungeschickt. Ja, und ich bin ein bisschen selbst von mir überrascht, dass es mit dem Zickzack-Sprung doch eigentlich relativ gut läuft. Jetzt sind wir gezwungen, mehrere Sprünge auf einmal zu machen und da hapert es bei mir dann. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg's auf der linken Seite nicht hin. Also, deswegen auch Zickzack, ne? Aber schaut euch an, wie ein kleiner Gott hier mache ich es einfach an einer Wand. Also ich weiß nicht, wo ich den Skill auf einmal her habe, als ich das letzte Mal durchgespielt habe. Da war das noch... Oh Gott, ich will euch das gar nicht sagen, wie lange ich an der Stelle gebraucht habe. Aber irgendwie dieser einseitige Walljump, der sitzt bei mir noch drin. Also das fand ich toll. Und jetzt will ich natürlich da rechts in diese Nische rein. Ja, das war ein bisschen zu knapp. Diese Nische ist ja eindeutig ein Geheimnis und deswegen versuche ich jetzt noch einen weiteren Walljump an dieser Seite, um genau das hier zu erreichen. Also ich bin echt baff über mich selbst und wir bekommen Powerbomben. Ja Mensch, so was Schönes. Haben wir ja noch nicht so viel. So, checken, ob da noch was ist. Aber süß gemacht mit den Tierchen. Richtig niedlich. Wir werden noch eine andere Gattung kennenlernen, so viel ist ja schon mal verraten. So, jetzt will ich natürlich da links hoch. Ah! Komm schon! Ah! Jetzt
scheitert es natürlich mal wieder. Aber na gut, ich bin echt froh, dass ich das so halbwegs noch drauf gehabt habe. Ich habe echt gedacht, da geht jetzt der ganze Part oder so drauf. Hatte ich richtig Angst. Na komm, noch ein weiterer Sprung, damit ich da links hoch kann. Nein, so geht's nicht. Noch einmal an der gleichen Wand. Was war denn das jetzt? Ich glaube, jetzt probiere ich es nochmal auf dem regulären Weg, aber nee. Könnt ihr vergessen, kriege ich nicht hin. Da bin ich irgendwie zu blöd. Mm-mm. Muss ich zum Glück ja nicht können. So, na bitte. Okay. Tja, und jetzt erklärt sich auch diese Tür. Wäre ja zu einfach, wenn man von der anderen Seite da rein könnte, ne? Natürlich will ich es jetzt nochmal probieren. Mit dem Energietank. Jetzt machen wir wieder an den Viechern vorbei. Ich glaube, darauf habe ich jetzt keine Lust, ne? Einfach durch hier, ist ja egal. Spätestens im nächsten Raum sind sie ja weg. So, die Stelle jetzt. Das Problem ist, es ist nicht nur ein Kästchen, wo eine Lücke ist. Das sind mehrere. Das heißt, man muss rennen und im, ja, im passenden Moment dann halt auch springen. Auf. Ja, war doch einfach. Da haben wir schon den Energietank. Sehr gut. Die sind wirklich unglaublich wichtig einfach, weil das Spiel wird jetzt vom Schwierigkeitsgrad her sehr, sehr bald anziehen. Und dann, ja, ist man froh drum. Super Missiles gibt es da noch. Wunderbar. Haben wir ja auch noch nicht so viele. Aber das sieht doch jetzt schon mal besser aus. 15 Super Missiles, 15 Powerbomben. Da freut sich der nächste Boss. Sodelem. Jetzt am besten wieder drüber springen, genau. Damit wir die ganze Sache da nicht nochmal machen müssen. Wieder dadurch. Ja, so viel zu dem absolut optionalen Gebiet hier. Hat sich doch gelohnt, der Abstecher. Aber wir wollen noch ein bisschen weitermachen, wenn wir jetzt schon in Krateria sind. Da gibt es ja noch ein paar blaue... Ach, Krateria, Quatsch, Brinstar. Da gibt es ja noch ein paar blaue... ja doch, blaue, also unentdeckte Bereiche. Und das kann ja nicht sein. So, kurz auf der Karte checken. Ja, wir sind richtig. Wir müssen da in die Mitte. Ja, und wie gesagt, Freunde, ich werde dann... Na, hier bilde ich mir ein zu rennen, aber man muss natürlich erst das Gebiet cleanen. Ich denke, wir werden im nächsten Part übrigens dann auch noch ein bisschen Zeug sammeln, weil, wie gesagt, ein Krateria war noch das ein oder andere. Das ist aber jetzt nicht schlimm, dass wir dann nochmal hin müssen, weil es gibt noch einen weiteren Weg nach Krateria 9, den wir dann jetzt bald nehmen werden. So, und jetzt renne ich und huch, was ist denn da passiert? Tja, da waren ja unten auf dem Boden diese Dash-Symbole und das bedeutet einfach, wenn man die nicht nur, ja, dagegen rennt, sondern auch wenn man drüber rennt, verschwinden die. Und jetzt sind wir unglaublich tief gefallen, wir sind schon wieder in einem neuen Gebiet, so schnell kann es gehen. Und ja, das Ganze ist nicht umsonst, denn hier ist ein neuer Freund. Ja. Diese zwei Rassen gibt es auf diesem Planeten, die uns einfach gar nichts tun. Und dieser nette Freund, der hat mir eben den High Jump, den ich vorhin schon demonstriert habe, beigebracht. Und deswegen muss ich den jetzt nicht nachmachen. Beziehungsweise ich werde ihn gleich nachmachen müssen, um wieder hochzukommen. Das Einzige, was mich gerade ärgert, ich sehe jetzt nämlich, da ich ja jetzt gerade diesen Abschnitt hier nachsynchronisieren muss, ich sehe, da unten ist noch ein Weg. Ein blauer Weg. Und den habe ich nicht geholt. Das muss ich noch nachholen. Aber naja, das werde ich natürlich noch nachholen. So, der Sprung hier nochmal. Bams. So, da sehen wir auch das Symbol nochmal. Jetzt kam er nicht raus. Ja, okay, das war vielleicht fies. Beziehungsweise, der kann ja gar nicht raus. Fällt mir gerade ein. Aber, naja. Zu den Tierchen, da kommt noch eine Kleinigkeit. Aber die erzähle ich euch viel, viel später. Jetzt erstmal weiter, denn ja, wir sind eigentlich schon, der Part ist ja eigentlich schon knüppeldick, aber wir machen ihn noch ein bisschen dicker. Weil da ist noch ein blaues, das ich gerne
noch erledigen würde. Es ist echt schwer, mit dem Game aufzuhören, muss ich ehrlich sagen. Also, das macht so Spaß. Also, meine Lieblingsprojekte sind... Also, was heißt meine Lieblingsprojekte? Mir machen natürlich alle Spaß, aber ihr kennt das sicher. Man hat halt einfach mal an einem Tag auf was ganz Spezielles Bock und dann freut man sich, wenn es wie in meinem Fall dann halt dran ist. Und am meisten freue ich mich momentan über Super Metroid und über IP. Also ich bin momentan voll auf der Retro-Schiene, kann man sagen. Ja, hier ist wieder so ein Symbol, womit wir nichts anfangen können, weil uns noch was fehlt. Ich hoffe echt, dass wir das bald bekommen. Tja, was soll das hier eigentlich? Aha. Was macht das für einen Sinn? Egal, ich gehe einfach mit dem Zickzack-Sprung da hoch. Dank unseres Wavebeams können wir da durchschießen. Und bekommen Folgendes. Geil, einen weiteren Energietank. Da hat es sich doch mal wieder gelohnt. Das finde ich auch so toll. Es gibt zwar die einfache Möglichkeit, an ein Item zu kommen, beziehungsweise in eine Gegend. Es gibt aber auch die hundsschwere Möglichkeit. Das finde ich so toll. Dass es einfach nicht so trocken linear gestaltet ist. Sondern dass man, wenn man einen gewissen Skill hat, dass man dann das auch einfach schon früher ergattern kann. Ich finde das super. Ich muss echt mal andere Metroid-Teile spielen. Ich muss nämlich zu meiner Schande gestehen, obwohl mir das Spiel so unglaublich viel Spaß macht, ich habe nur diesen Teil gezockt. Und doch, das stimmt nicht ganz. Ich habe auch Metroid Prime gespielt, weil ich mir mal gucken wollte, wie das alles in 3D funktioniert. Ich bin aber maßlos enttäuscht von den ganzen 3D-Metroids. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt. Gut, Metroid Other M wollte das so ein bisschen zweigleisig fahren. Aber auch da hat es für mich nicht so übergeschwappt. Deswegen, ich müsste echt mal die GBA-Teile spielen. Weil die ja noch so schön retro sind, so wie das hier. Die ersten beiden Teile auf dem NES sind mir dagegen schon fast zu retro. Aber naja. Wie ihr seht, wir kamen jetzt problemlos da hoch, wo wir das letzte Mal gescheitert sind. Durch unsere Sprungkraft. Wir hätten auch den Eisbeam dafür natürlich verwenden können mit dem Vieh. Beides möglich. Und ja, vielleicht erinnert ihr euch. Wir kommen jetzt eventuell mal wieder durch einen anderen Weg nach Krateria. Und ich suche gerade hier wie verrückt die Wände ab, weil ich mich so dunkel erinnere. Da war doch was da oben. Das haben wir auch schon gesehen. Aber nein, es kommt erst später. Erstmal weitermachen hier. Ha, schon wieder was Feines, Leckeres. Powerbomben. Mensch, jetzt läuft's. Zugegeben, der Part hat jetzt nicht wirklich einen spielerischen Fortschritt gehabt, aber wenn wir mal so auf unsere Items gucken und auf unsere Energie, da hat sich's doch schon sehr gelohnt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir dann im nächsten Part wieder richtig weitermachen und eventuell auch einen Boss sehen werden, auf den ich mich schon sehr freue. Weil der von der Atmo her doch wirklich unglaublich gut gelungen ist, finde ich. So, und das ist das uralte Gebiet. Falls ihr euch erinnert, da haben wir unseren Morphball bekommen. Ja, jetzt sind wir definitiv wieder in Kraterien. Es ist echt gut, dass wir in dieser Ecke jetzt sind. Weil da noch mehr ist. Nicht nur das, was ich gerade suche. Sondern ihr habt mich darauf hingewiesen. Und da will ich auf jeden Fall noch hin. Ja, es ist hier nicht. Aber wenn man es halt nicht mehr weiß, was wir machen. Wenigstens sind die dunklen Erinnerungen noch da. Wir haben es ja auch, ich habe es euch, glaube ich, im ersten oder im zweiten Part gezeigt. Das Problem war nur, wir konnten es nicht erreichen. Aber jetzt können wir es natürlich. Denn jetzt springen wir hoch und da ist es. Das Objekt der Begierde. Ein Energietank. Mensch, ganz viele Energietanks heute gesammelt. Somit ist die erste Reihe voll, wie ihr seht, aber es gibt ja noch eine zweite Reihe. Ah, sehr schön. So, da hinten war nichts mehr und ich glaube, da an dem steinigen Geröll war sonst auch nichts mehr. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Ja, wie ihr seht, da unten ist aber noch komplett ein Weg, den wir jetzt missachtet haben. Da will ich jetzt auf jeden Fall noch hin. Das nächste Mal. Und ja, das nächste Mal werden wir dann auch nochmal Krateria... Ach, Prinster... Ne, wir sind ja gerade Prinster. Ach, egal, ihr wisst, wie ich es meine. Also wir werden das hier in Prinster machen
Und in Kraterie gehen wir auch nochmal kurz rein, weil ihr mich auf den Secret aufmerksam gemacht habt. Das da unten, das ist ein bisschen ärgerlich. Mal gucken, ob ich das noch erreichen kann. Irgendwie bestimmt schon. Aber das werden wir alles im nächsten Part bestimmt abhandeln. Und dann geht's auch wieder richtig weiter. Freut euch drauf bei Super Metroid.